Hallo Leute, es geht weiter und der Controller ist nicht drin. Ah, was für ein Ärger. Naja, okay, so, eingestellt, jetzt können wir gucken. Hier, sprich mit uns, die Zeit ist eng. Ich verkaufe Pulverfässer, das bekannteste Produkt der Goron. Brauchst du ein Pulverfass? Sie explodieren mit lautem Knall und sind sehr gefährlich. Bevor ich dich nicht einer Prüfung unterzogen habe, darf ich dir keines übergeben. Ja, her damit. Schaffst du es, den Felsen, den Eingang zur Rennstrecke versperrt, mit einem Pulverfass zu zerstören, hast du meine Prüfung bestanden. Okay, her damit. Los, das wollen wir machen. Gib mir das Fass. Beginnt das Pulverfass schneller zu ticken, bedeutet das, dass es in kürzerer Zeit explodiert. Versuche den Felsen, den Eingang zur Rennstrecke blockiert, zu sprengen, bevor das Pulverfass explodiert. Halte Ausschau nach einem Schild, um die Rennstrecke zu finden. Hast du es geschafft? Komm zu mir zurück. So, gib her das Ding. So, das sieht jetzt schwer aus. Ist aber gar nicht so schwer, wenn man nicht so doof ist. Da ich fürs Fame bekannt bin, wird das lustig. Wir haben letzter Tag. Die Nacht bricht gleich an. Ich weiß. Jo, ihr seht's. Oh. Hopp. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schaffen können. Auf jeden Fall müssen wir gleich die Hymne der Zeit dann auch spielen, wenn wir das mit dem Pulverfass erledigt haben, wenn wir es denn noch schaffen. Ihr hört schon im Hintergrund, das sieht nicht gut aus, zumindest vom Sound her, was hier die Welt angeht. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen hier alles. Komm, Gorone, lauf um dein Leben, es geht um Leben und Tod. Was machen die Felsen hier in der Mitte? Alles wieder nur, um uns zu stören. Eigentlich waren die wahrscheinlich gar nicht im Spiel vorgesehen, aber weil es zu einfach wäre, mach mal ein paar Felsen dahin, damit Link auch bloß nicht zu einfach die Welt retten kann. Ja, das Spiel ist halt immer wieder darauf bedacht, uns Fallen und Tücken zu stellen, damit auch der Spieler es wirklich nicht so einfach hat. So, wir müssen jetzt uns von den Wölfen nicht angreifen lassen, was schwierig wird. So, verzieh dich, Wolf. Verzieh dich. So, wir müssen jetzt nämlich da überall rüber. Jetzt da hinten hoch. Komm, verzieh dich. Wenn du uns jetzt triffst, ne? Ne. Oh nein, so eine scheiß Spinne. Hör doch auf. Nein! Du sollst es werfen, du ihr. Sie kommt! Ah, schnell! Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm es. Nimm ihn, nimm es. Boah, schon gedacht, ich hätte es daneben geworfen. Das wäre wieder mega fail gewesen. So, und da wartet das Goron-Baby schon. Der kleine Schreihals hat sich ausgeschreit. So, hopp. Und jetzt werde ich euch direkt den Trick zeigen, womit wann, Mann, die Pulverfässer im Handumdrehen klein kriegt. Und zwar easy going, bams. Das war's. Eingang freigeschaltet. Du hast es geschafft. Ich danke dir. Ich gehe gleich rein. Ich warte auf dich. Also komm rasch nach. So, und rein da. Der Kleine sieht so geil aus. So, tschüss. Tschüss, Goron-Baby. So, okay. Das war es jetzt erstmal. Weil da ist jetzt eine Rennstrecke, da könnten wir theoretisch Goldstaub gewinnen für ein besseres Schwert. Da wir aber ja bisher so viel in Schwertersachen gemacht haben und noch so viel grandiose Zeit haben, können wir das nicht machen jetzt und ich werde das verbesserte Schwert auch nicht holen, auch wenn es sinnvoll wäre. Wir versuchen es ohne. Jetzt muss ich aber die Hymne der Zeit kann ich noch. Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Genau das wollen wir machen. Weil jetzt können wir uns ein Gaul besorgen, Leute. Ja, wir werden Epona befreien, natürlich. Und zwar brauchen wir dafür die Pulverfässer, deswegen haben wir den Quatsch noch gemacht. Und dann werden wir uns auf den Weg, also wofür brauchen wir Epona? Natürlich nicht, damit es gut aussieht, nee, Quatsch, sondern wir brauchen es, um weiterzukommen in der Geschichte. Okay, auch das streng genommen nicht, wenn man so einen kleinen Bug oder sowas benutzt, aber oder einen Trick. Wollen wir aber nicht machen, wir wollen uns Epona natürlich holen. So, zum Ozean kommen wir am schnellsten durch das Westtor. Ja, okay. Ist gut. Jetzt wollen wir aber erstmal die ganzen Mist rückwärts spielen, um dann, dass die Zeit langsamer geht. Moment, rechts, A, unten, A, rechts,
So. Das müsste die Hymne der Zeit rückwärts sein, ist er auch, und da müsste jetzt die Zeit langsam. Soll der Lauf der Zeit verlangsamt werden? Ja. Dum, 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 dum. Jo, jetzt gab's hier irgendwo so ein, wisst ihr noch, dieser komische Bombenladen, wo so ein Freund Corone war, der gesagt hat, na, ich hab fette Bomben, ich darf euch die nicht verkaufen. Der müsste jetzt Pulverfass haben. Ist das hier der Bombenshop? Ja, sieht so aus. Ja, wir haben zwar kein Geld, aber erstmal gucken, wie viel das kostet. So, komm, hier. Reich mir die Pulverfässer. Du bist ein Corone, da solltest du kräftig genug sein, Pulverfässer zu tragen. Moment mal, du hast die offizielle Prüfung, um Pulverfässer tragen zu dürfen. No. Nee, ne. Nee, ne. Nee, ne. Nee, ne. Nein. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Nein. Ich hab's geahnt. Leute. Safe Load. Ah, wie ärgerlich. Oh, eine Gedenkminute für die Intelligenz, bitte. So, ja, wir müssen erst zu ihm zurück, meine ich. Also, er hat uns ja nicht bestätigt, dass wir die Prüfung bestanden haben. Und, ja, deswegen dürfen wir es jetzt nochmal machen. Und, ja, nachdem wir den Stein umgerempelt haben, hätten wir zu ihm gemusst und hätten uns die Bestätigung holen müssen, dass wir es geschafft haben. Ja, ach, oh, wie herrlich das wieder ist. Es war ja irgendwo klar. Na, da haben wir eben noch gesagt, das Ding hier ohne Fail wäre nichts vom Table. Ja, scheiße. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten den Safe nicht. Das wäre, boah, das wäre so extrem bitter, Leute. Weil wir hätten den ganzen Tempel nicht nochmal machen müssen. Nee, wir hätten aber den Boss nochmal machen müssen. Hätten dann nochmal hinlatschen müssen und ja, dann wäre der Part Ende gewesen. Ist er so auch, wir schaffen in dem Part wieder nichts. Ah, weil ich wieder so schlau war. Oh nein, es war wieder ein 1A-Fail. Es war so ein 1A-Fail. Dass es so 1A gefailt war, dass es 1A gefailt war. Ich glaub's nicht. Naja, nun gut, okay. Naja, okay, okay. Dann war's eben ein Fail und dann machen wir's jetzt richtig. Hoffentlich. Wenn er mich jetzt auf gut Deutsch gesagt verarscht hat, dieser Corone da in dem Laden, und wir die Prüfung abgelegt hatten und er das immer nur beim ersten Mal sagt und ich vergessen habe, dass es nur beim ersten Mal sagt, dann stelle ich mich in die Ecke und ihr könnt mich mit Tomaten bewerfen. Ah, ich bin so... Nein! What? What? Gib das Fass her! Hör auf, da so komisch rumzuspringen, nimm das Fass und dann hat sich die Sache. Oh, wie ärgerlich das ist, wie doof das ist, ey. Ich hätte das Spiel vorher nochmal spielen sollen. So, komm, nimm das Fass. Ah, mein Gedächtnis, was Spiele angeht, ist ganz schlecht. Ocarina of Time ist mein Gedächtnis wesentlich besser als Majora's Mask. Ich habe Majora's Mask aber auch nur 2,5 Mal durchgespielt insgesamt. Und habe dann aber auch alles geholt. Boah, wenn das Fass jetzt runtergefallen wäre, Leute, ey. Dann aber gut, Yoldo. So. Pfeile. Und BÄM! Ja, uns selber noch erwischt. Ja, du hast geschafft, danke dir, ich warte drin auf dich. Nee, nix da. Komm, jetzt humpel da rein. Der geht voll schief. Ah, so, okay. Nein, ich. Goron-Maske, bitte. Okay. Nochmal runter, also jetzt. Und jetzt wollen wir gucken, dass wir nochmal zu ihm gehen. Und uns irgendwie so eine Bestätigung oder sowas holen, dass wir die Prüfung geschafft haben. In der Schule würde man sowas Anwesenheitsbescheinigung oder sonst irgendwas nähen. So, komm. Ja, ja, natürlich. Ja, fahr gegen die Wand. Ist klar. Führerschein wäre nicht schlecht. Ja, was ist das denn jetzt? Ich will doch da runter. Ist das denn so schwer? So, komm. Geh hoch da. Hoffentlich kriegen wir jetzt so ein Zertifikat oder so. Wenn der jetzt sagt, du musst den Stein kaputt machen. Naja, der ist doch kaputt.
Oh Leute, ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Ist das peinlich. So, komm hier, wir haben es geschafft. Es sieht so aus, als wärst du erfolgreich gewesen. Jetzt, da du deine Geschicklichkeit kenne, habe ich kein Problem damit, dir Feuer und Pulverfässer zu überlassen. Es war nicht richtig von mir, dich einem so gefährlichen Test zu unterziehen. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Ja! Du hast ein Pulverfass erhalten. Das ist jetzt doof. Pulverfässer nur explosiv, da kannst du nicht mehr eines mit dir führen. Triffst du in einem Fall, wirst du explosiv. Okay, so, jetzt aber. Recht habe. So, wir spielen nochmal das schöne Lied jetzt hier und wollen dann nochmal in den Shop gehen und wollen gucken, ob wir dann jetzt endlich Pulverfässer kaufen dürfen. Wir sehen mal noch nicht. Kaufen dürfen, dann, ja, wie gesagt, kauft euch Tomaten, 2 Euro, ein Kilo, weiß ich nicht, wie viel die kosten, beim Gemüsemarkt um der Ecke und dann könnt ihr mich bewerfen. So, ich bin echt gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das will. Wahrscheinlich wieder nicht, aber wir sind gespannt, Leute, wir sind gespannt. Boah, wie lange dauert das denn? Dauert ja ewig hier, bis es geschafft hat. Dämmerung des ersten Tages ist verbleiben. 72 Stunden. Zum Ozean. Es ist am schnellsten durchs Westtor. So, einmal das Ganze wieder rückwärts, damit die Zeit schneller vorbeigeht. Auch wenn wir die, glaube ich, hinterher wieder rückgängig machen müssen, weil wir dann ewig warten müssten. Naja, okay. Machen wir es erstmal langsamer, damit sowas wie eben nicht passiert. Boah, wie hat er so hinten so voll benommen. Naja, gut. Goronen sind immer besoffen. Ja, so muss das sein. Goronen haben keine Ahnung von dem. So, komm hier jetzt. Jetzt aber, Kollege. Hey, du hast gesehen, der Gorone soll zu Pulverfass tragen können. An Pulverfass. Ah, ja. Jetzt würde es funktionieren. So, passt auf, Leute. Dann machen wir Folgendes. Wir machen hier den Cut und ich werde mir 50 Rubine besorgen. Haben wir... Oder Moment. Haben wir eigentlich was an der Bank angezahlt, reingezahlt, was auch immer? Das wäre jetzt mal sinnvoll, wenn wir da was drauf hätten. Nee. Das ist grausamer Scherz, Junge. Du besitzt nicht einen einzigen Rubin. Ja, haben wir denn nichts da drauf? Ich hab nicht gelesen. Kleiner Mann, möchte so einen Rubin deponieren. Heute wollen Leute. Einfach nichts, nichts, nichts. Also besonderer Anreiz erfüllt ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine. Achso, ne, wir haben noch nichts eingezahlt. Wie schlecht ist das denn? Ich hab nichts bei dem komischen Typ eingezahlt und wir waren im zweiten Tempel. Nein, wir wollen nicht mit dem Bomber. Nein, wir wollen nicht mit dem Bomber sprechen. Nein, wir wollen nicht mit dem Bomber sprechen. Nein! Wir wollen nicht mit dem Bomber sprechen. Naja, gut. Okay, Leute, wir machen hier den Cut und sehen uns dann im Shop wieder beim nächsten Mal mit 50 Rubine. Hier ist Carfi. Der geht jetzt zum Briefkasten und guckt, was er heute wieder für Scheiße drin hat. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer. Ciao!